Haben Sie schon mal was vom Zwetschgen-Informationstag gehört, liebe Zuschauer? Nein? Also ich gebe zu, ich bisher auch nicht. Doch bei diesem Infotag im badischen Örtchen Ortenberg, da erfährt der geneigte Zwetschgenfreund alles, was er über die Frucht aus der Familie der Pflaumen wissen muss. So wie Sie jetzt auch in unserem Service rund um die Zwetschge. Erich Kiefer ist ganz in seinem Element. In seinen Zwetschgenplantagen biegen sich die Äste. So viele Früchte gab es schon lange nicht mehr. Es ist Zwetschgensaison und die kleine blaue Frucht wird in Baden tonnenweise geerntet und überall in Deutschland verkauft. Normalerweise sind hier Erntehelfer unterwegs, aber für uns pflückt heute der Chef vom Obsthof persönlich. Dieses Jahr ist ein optimales Zwetschgenjahr. Wir haben dieses Jahr im Frühling schon eine optimale Blüte. Und wie gesagt, wir waren sehr stark beschert mit jungen Früchten, so dass wir die Früchte sogar noch ausdünnen müssen. Wir haben in diesem Stadium fast die Drittel oder die Hälfte schon runtergeschmissen, damit die Fruchtqualität, die Größe einfach optimal ist und natürlich auch die inneren Inhaltsstoffe optimal stimmen. Die Zwetschge ist eine Unterart der Pflaume. Von der gibt es weltweit über 2000 Sorten. Sie wachsen auf jedem Kontinent. Hier in Deutschland aber ist vor allem die Zwetschge zu Hause. So mancher mag die sprachlicher als Pflaume bezeichnen, doch damit liegt er falsch. Sie ist anders. Eine Zwetschge ist oval und ihr Kern löst sich im Gegensatz zur Pflaume leicht vom Fruchtfleisch ab. Es gibt sehr viele Sorten, aber trotzdem haben sich sehr viele Sorten etabliert. Ich denke auch, es sind einzelne Sorten wie die Sorte Katinga, Hanita, die Bühler, traditionelle Bühlerzwetschge, auch Hauszwetschgen, die traditionell hier angebaut werden. Die Sorten und auch eine späte Sorte Presenta sind einfach Top-Sorten, die für den Endverbraucher super Aroma haben. Egal welche Sorte, Zwetschgen haben sehr viele gesunde Inhaltsstoffe. B-Vitamine und Kalium stärken das Nervenkostüm. Spurenelemente wie Zink und Kupfer, das Immunsystem. Viele sekundäre Pflanzenstoffe wirken vorbeugend gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und nicht zu unterschätzen, ihre Ballaststoffe regen die Verdauung an. Bei vielen Menschen, auch bei der Bühler Zwetschgenkönigin, gehört die Frucht fest zum Sommerspeiseplan. Man kann sie sofort essen, man kann sie auf der Kuchen machen, man kann Knödel mitmachen. Sie ist vielfältig. Ob in Zwetschgekuchen, ob in Likör, ob in getrockneter Form. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, da irgendwo da draus was zu machen. Und einfach die Idee, die muss stimmen und dann passt es auch. Also die Zwetschge schmeckt sehr erfrischend. Sie ist, wie gesagt, sehr vielseitig einsetzbar. Also Sie können wie Kirschblotzer das Gleiche mit Zwetschgen zum Beispiel auch zubereiten. Sie können sie süß-sauer einlegen, es passt zu Fleisch. Nicht nur zu Süßspeisen, also im Grunde genommen ist die Zwetschge in ihrer Einsatzmöglichkeit verkannt. Hier beim Zwetschgen-Informationstag im badischen Ortenberg treffen sich Fachleute und Kunden, um Neues über die kleine blaue Frucht zu erfahren und sich auszutauschen. Hier gibt es Informationen aus erster Hand. Obstbauer Erich Kiefer erläutert, wie eine richtig gute Zwetschge sein soll. Die Frucht soll einfach schön tiefblau sein. Sie muss einfach die tolle Beduftung haben, wie hier. Dann sieht man, dass die Frucht einfach frisch ist. Und wenn man die Frucht auflöst, soll der Stein lösen und ein leicht grün-gelbliches Fruchtfleisch haben. So sind es einfach sehr gute, saftige Früchte, die Sie für den Kuchen oder auch, wie gesagt, für die Frischvermarktung einfach als Essfrucht genießen können. So mögen die Deutschen die blaue Frucht am liebsten, als fruchtigen Kuchenbelag. Aber wer schon einmal einen Zwetschgenkuchen gebacken hat, der kennt die Tücken der Frucht. Oft weicht der Teig durch, wird matschig. Wir fragen den Bäcker, was tun gegen matschigen Zwetschgenkuchen? Wir verwenden Hefeteig mit einer Schicht Marzipanmasse, wo aus Zucker, Mehl, Marzipan und Ei besteht. Die wird auf den Teig aufgetragen. Dann kommen weiterhin Brösel, also getrocknete süße Teilchen drauf, wo die Feuchtigkeit von der Zwetschge aufnehmen. Vielseitig wie sie ist, hat die Zwetschge längst Einzug gehalten in die moderne Küche. Besondere, herzhafte Leckerbissen sind zum Beispiel Trockenzwetschgen gefüllt mit Schafskäse, umwickelt mit Frühstücksspeck. Das Ganze ein paar Minuten in die Pfanne, fertig. Für eine süße Variante hat sich Schokoladier Egbert Leifer etwas einfallen lassen. Wir machen zum Beispiel aus Zwetschgen, aus getrockneten Dörrzwetschgen, ungeschwefelt, wunderbare Früchtetaler. Und unter anderem aus dem ganz, ganz tollen Zwetschgenlikör eine Trüffel, die wird flüssig gefüllt, zuletzt in Sandzucker und in Puderzucker gerollt und das in Verbindung mit Vollmilchschokolade ein wahrer Genuss. Konservieren lassen sich Zwetschgen auch bestens, als Marmelade oder Mousse, eingemacht oder tiefgefroren.
So hat man dann auch noch im Winter etwas von den kleinen blauen Früchtchen.